Begeisterter Empfang für Kamala Harris in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin, wo erst vor wenigen Tagen die Republikaner Donald Trump zu ihrem Präsidentschaftskandidaten kürten, absolviert die derzeitige US-Vizepräsidentin ihren ersten Wahlkampfauftritt, seitdem bekannt wurde, dass sie wahrscheinlich für die Demokraten ins Rennen einsteigen wird. Und Harris teilt kräftig gegen Trump aus. Donald Trump verfolgt eine rückwärtsgerichtete Politik für unser Land. Er und sein extremes Projekt mit der Agenda 2025 wollen die Mittelklasse schwächen. Also, wir müssen das wohl schon ernst nehmen. Schwer zu glauben, dass sie so etwas wirklich schriftlich festgehalten haben. Harris kann schon jetzt eine Rekordsumme von Spenden für ihren Wahlkampf verbuchen. Sie verspricht, sich im Falle eines Sieges für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einzusetzen, das unlängst vom obersten US-Gericht eingeschränkt worden war. Und wenn dann der Kongress ein Gesetz zur Wiederherstellung der reproduktiven Freiheiten verabschiedet, werde ich es als Präsidentin der Vereinigten Staaten unterzeichnen. Eine erste Umfrage seit dem Rückzug von Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen sieht Harris inzwischen leicht vor Trump.